HD Perfekt, die Premiere-Service-Sendung mit Natascha Berg. Hallo und herzlich willkommen zu HD Perfekt, die Premiere-Service-Sendung. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen HD-Fernsehgerät oder Projektor. Der Anschluss Ihres Gerätes, der hat ja schon geklappt. Aber sind Sie auch mit der Bild- und Tonqualität zufrieden? In den nächsten 15 Minuten zeigen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Firma Burosch Audio-Videotechnik, wie Sie aus Ihrem Fernseher und Ihrer Soundanlage das Beste rausholen und damit in den Genuss eines brillanten Bildes mit perfektem Ton kommen. Dafür werden Ihnen verschiedene Bild- und Tonsequenzen präsentiert. Jede Testsequenz dauert zwischen 1 und 2 Minuten. In dieser Zeit können Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes oder Projektors die Einstellungen optimieren. Wir erläutern dabei jeweils die Idealsituation für Sie. Und keine Angst, Sie können überhaupt nichts falsch machen. Und wenn Sie heute die Einstellungen nicht schaffen, dann ist das auch kein Problem. Nächste Woche haben Sie erneut die Möglichkeit, an hochwertigen Testbildern Ihre Fernseheinstellungen zu optimieren. Zusätzlich finden Sie ausführliche Erklärungen zu den einzelnen Testbildern im Internet auf www.premiere.de/hdtv. Das ist unser Service für Sie. Bevor wir starten, sollten Sie Folgendes beachten. Ihr HD-Receiver muss über den HDMI-Anschluss mit Ihrem TV-Gerät verbunden sein. Falls Sie das Bildformat ändern können, zum Beispiel über die V-Format-Taste auf der Fernbedienung Ihres Receivers, dann stellen Sie jetzt 1080i ein und alle Bildverbesserungsfunktionen aus. Diese können die Einstellungen beeinflussen. Später können Sie diese Funktionen dann wieder dazuschalten, wenn Sie kein HD-TV mehr schauen. Achten Sie auch darauf, dass Sie die Einstellungen unter den gleichen Licht- und Blickwinkelverhältnissen durchführen, wie Sie auch sonst Premiere schauen, also zum Beispiel vom Sofa aus mit leicht gedämpfter Beleuchtung. Bitte stellen Sie jetzt Kontrast, Helligkeit und Farbe zurück auf die Grundeinstellungen und den Ton Ihrer Musikanlage auf Zimmerlautstärke. Alles fertig? Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät oder Projektor und Receiver zur Hand? Na, dann kann's losgehen mit dem ersten Testbild zu Helligkeit und Kontrast. In dem ersten Testbild stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein. Beginnen Sie mit der Helligkeitseinstellung. Stellen Sie zunächst Ihr Gerät so dunkel ein, dass der Balken links eine Fläche ergibt. Jetzt erhöhen Sie die Helligkeit langsam, bis Sie 5 unterschiedliche Flächen im linken Balken sehen können. Als nächstes stellen Sie den Kontrast ein. Stellen Sie zunächst den Kontrast so ein, dass der rechte Balken mit dem Hintergrund verschwimmt. Jetzt erhöhen Sie den Kontrast langsam, bis Sie 5 unterschiedliche Flächen im rechten Balken sehen können. Die oberste Fläche bleibt dabei weiß, wie der Hintergrund. Wenn Sie die Einstellungen korrekt vorgenommen haben, sehen Sie an beiden Seiten jeweils 5 deutlich unterscheidbare Grautöne. Ebenso sehen Sie im unteren Balken deutliche, gleichmäßige Grauabstufungen. Das Feld ganz links ist maximal weiß und hat die Farbe des Hintergrundes. Das Feld ganz rechts ist perfekt schwarz und sieht nicht grau aus. Achten Sie außerdem auf das Bild in der Mitte. Hier sollten keine weißen oder schwarzen Flächen auf den Personen auftauchen, sondern feine Grauabstufungen im Detail zu erkennen sein. Schauen Sie auf die Schulter der Frau links im Bild. Hier sollte keine durchgehend weiße Fläche zu sehen sein. Schauen Sie jetzt auf die dunklen Haare am Halsbereich der Person rechts. Hier sollte keine einheitlich schwarze Fläche zu erkennen sein. Der erste Schritt ist geschafft. Da Helligkeit und Kontrast nun optimal angepasst sind, geht es mit dem nächsten Testbild weiter. Hier können Sie die Schärfe des Bildes einstellen. In diesem Testbild stellen Sie die Schärfe ein. Achten Sie auf die schwarzen Linien und die farbigen Kreuze. Variieren Sie jetzt den Schärferegler so lange, bis Sie klare, schwarze Linien erkennen. Wenn die Linien Schatten werfen, ist das Bild zu scharf eingestellt. Regeln Sie in diesem Fall die Schärfe wieder herunter.
Wenn Sie nur verschwommene Linien erkennen, müssen Sie die Schärfe höher einstellen. Sie sehen klare Linien und die weißen Kreuze sind auch klar erkennbar. Die Linien und Kreuze müssen die gleiche Strichbreite haben und jeweils eine durchgehende Linie ergeben. Wenn es bei Ihnen so aussieht, haben Sie die Schärfe perfekt eingestellt. Falls Sie hier zu keinem Ergebnis kommen, versuchen Sie das Bildformat über die V-Format-Taste der Fernbedienung Ihres Receivers auf 720p zu stellen. Jetzt wird's bunt. Im nächsten Testbild werden die Farben eingestellt, denn nur so können Sie die brillante Farbkraft Ihres HD-Programms in vollen Zügen genießen. Mithilfe dieses Testbildes stellen Sie die Farbsättigung Ihres Gerätes ein. Sie sehen ein Bild mit 8 Farbbalken in den Farben Weiß, Gelb, Cyan, Grün, Magenta, Rot, Blau und Schwarz. Stellen Sie die Farbsättigung Ihres Gerätes jetzt so ein, dass alle Farben klar unterscheidbar sind und nicht in die Nachbarfelder hineinstrahlen. Achten Sie besonders auf die Trennung zwischen den Farben Grün und Magenta. Beide Farben sollten sich scharf abgrenzen. Um die Farbgebungen zu verfeinern, wenden wir uns jetzt unserem nächsten Testbild zu, der Farbtemperatur. Diese lässt sich am besten an einem realen Bild anhand von Hauttönen einstellen. Die Natürlichkeit der Hautfarbe kommt erst durch die richtige Farbtemperatur zur Geltung. Aber sehen Sie selbst. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen zur Farbintensität jetzt an diesem Testbild. Das Testbild zeigt zwei Frauen, die linke mit blondem Haar und hellem Hauttyp und rechts eine Frau mit dunklem Haar und dunklem Teint. Beide vor einem weißen Hintergrund mit nur geringen Schattierungen. Bei korrekter Darstellung sehen Sie ein ausgewogenes Bild mit den zwei nur dezent geschminkten jungen Frauen. Das Motiv ist konturscharf, detailtreu und original, ohne irgendwelche grellen Farbtöne. Schauen Sie sich jetzt den Teint der beiden Frauen an. Wirken die Hautfarben natürlich? Wenn nicht, müssen Sie die Farbintensität oder Temperatur nachjustieren. Ändern Sie bei Bedarf jetzt Ihre Einstellungen. Gleich haben wir es geschafft. Wir kommen zum letzten Testbild. Hier können Sie nochmals Ihre Bildeinstellungen überprüfen. Dann testen wir abschließend Ihre Dolby Digitalanlage. Jetzt sehen Sie das Gesamttestbild. Überprüfen Sie zunächst Helligkeit und Kontrast an dem mittleren Balken anhand der Grauabstufungen. Ist das linke Feld perfekt schwarz und das rechte maximal weiß? Sind alle Stufen klar unterscheidbar und sind die Abstufungen regelmäßig? Dann haben Sie Helligkeit und Kontrast korrekt eingestellt. Schauen Sie sich jetzt die Gitterlinien nochmals an. Sehen Sie klare, schwarze Linien und ein weißes Kreuz auf grauem Grund? Dann haben Sie die Schärfe richtig eingestellt. Weiter geht's mit der Farbsättigung. Leuchten die Farben im oberen Farbbalken alle gleich intensiv? Die Farbsättigung haben Sie so richtig eingestellt. Überprüfen Sie jetzt die Farbtemperatur und Balance anhand der unteren Farbtreppe. Sind die drei Farbtöne in jeder Stufe gleich hell und gleich intensiv? Dann stimmen auch Farbtemperatur und Balance. Zu einem perfekten Bild gehört natürlich auch der dazu passende Sound. Deshalb kümmern wir uns zum Abschluss noch um die Toneinstellungen Ihrer Dolby Digitalanlage. Überprüfen Sie jetzt, ob Ihre Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Verfolgen Sie die Stimme in Ihren Lautsprechern. Sie sollte aus den jeweiligen Lautsprechern kommen, die auf dem Testbild gleich angezeigt werden. Wenn Sie die Stimme aus einem anderen Lautsprecher hören als angesagt und angezeigt, müssen Sie Ihre Lautsprecher richtig verkabeln. Lautsprecher vorne links. Lautsprecher Center.
Lautsprecher vorne rechts. Lautsprecher hinten rechts. Lautsprecher hinten links. Lautsprecher vorne links. Lautsprecher Center. Lautsprecher vorne rechts. Lautsprecher hinten rechts. Lautsprecher hinten links. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, die Lautstärke Ihrer Anlage zu überprüfen. Verfolgen Sie jetzt das Rauschen in Ihren Dolby Digital 5.1 Lautsprechern. Es sollte aus allen Lautsprechern gleich laut zu hören sein und übergangslos wandern. Wenn Sie das Rauschen unterschiedlich laut hören, müssen Sie die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher anpassen. Fertig mit den neuen Einstellungen? Dann speichern Sie diese jetzt ab und schauen Sie, wie umwerfend HDTV auf